Freunde, was geht ab? Der Schaffel ist halt klar und heute gibt es wieder eine neue Mod-Review auf meinem Kanal und zwar von der Godzilla-Mod. Und das passt eigentlich richtig gut, weil heute startet ja auch der neue Godzilla-Film in den Kinos. Und ich würde sagen, wir gehen kurz die Crafting-Rezepte durch und dann gucken wir, was das Viech so kann. Los! Bevor wir allerdings hier richtig loslegen, muss ich dazu sagen, dass hier viele Sachen dabei sind, die im Forum überhaupt nicht erklärt werden. Kann sein, dass es hier irgendwie eine neuere Version ist und das im Forum noch nicht geupdatet ist. Keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was das hier alles sein soll, was man daraus nicht basteln kann oder so. Also hier steht irgendwie Kyozu, Right Arm, Left Arm, Torso, Head. Also hier kann man sich anscheinend irgendwie so ein Vieh zusammenbasteln. Und auch was diese geile Maschine hier sein soll, keine Ahnung, wird im Forum überhaupt nicht einmal erwähnt. Sieht sehr interessant aus und macht auch geile Geräusche, aber keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt mir einen Kommentar und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir mit den Sachen weiter, die erklärt werden. Die Mod an sich fügt viel neuen Krempel in Minecraft ein. Das Ding ist, eigentlich muss man gar nicht so viel wissen, weil am Ende nur drei Maschinen gebaut werden können. Das Ding ist, ich werde euch kurz mal zeigen, was hier Neues Wichtiges hinzugefügt wurde, zum Beispiel die Erze. Da haben wir hier fünf neue: Titanium, Aluminium, Black Iron Ore, Silizium und Platinum Ore. Und ich habe die ja auch nochmal schön aufgestellt. Die findet ihr überall verteilt in einer neuen Welt und könnt euch das wunderbar abbauen. Dann haben wir hier unten die ganzen Sachen, die gedroppt werden, wenn man zum Beispiel den Godzilla tötet. Ne? Da hat man hier zum Beispiel eine G-Cell, die wir dann später auch noch gebrauchen können. Und wir bekommen außerdem ein Godzilla Bone, ein Godzilla Skull und hier vom King Ghidorah kriegen wir einen Kopf und auch ein Bone. Was ist eigentlich King Ghidorah? King Ghidorah ist ein riesiger dreiköpfiger Drache und einer der bekanntesten Gegner Godzillas. Das wusste ich. So, und in der rechten Kiste haben wir jetzt den ganzen Krempel, den ich vorhin meinte. Also hier sind Haufen Sachen drin und im Endeffekt brauchen wir aber bloß die und die, um was zu machen. Und ich würde sagen, wir gucken uns kurz die Crafting-Rezepte ganz schnell an. Hier haben wir zum Beispiel den Rocket Launcher. Rocket Launcher, der aus vielen verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt wird. Da muss man dann hier zum Beispiel, was weiß ich, die Erze schmelzen. Und hier haben wir noch ein bisschen was vom normalen Minecraft drin. Und so weiter und so fort. Dann haben wir hier ganz geil den Oxygen Launcher. Den finde ich richtig cool. Cool, weil guck mal, bäm, Alter, 50.004, warum auch immer 4, aber 50.000 Attack Damage, Alter. Da freue ich mich schon richtig drauf, das Ding nachher einzusetzen. Und wir haben noch eine Horngranate. Eine Horngranate, die aber aus ganz normalem Zeug zusammengebaut wird. Okay. So, und ich muss sagen, so langsam juckt es mich hier an den Eiern, also an den dreien hier, weil ich die endlich einsetzen will. Aber ich würde sagen, dazu ziehen wir unsere neue G-Rüstung an. Yeah. Die bekommen dann logischerweise bloß, wenn man schon einen Godzilla getötet hat, weil wir ja dazu diese G-Cells brauchen, die ja gedroppt werden, wenn der getötet wurde. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an und spawnen. Achso, nee, erst anziehen. So. Und dann spawnen wir einen Godzilla. Das Geile ist natürlich auch, dass wir hier direkt in New York City sind. Also das hier ist eine New York City Map. Link in der Beschreibung, falls ihr Bock habt, die auch mal zu zocken. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an und spawnen unseren ersten. Ah nee, warte. Wir fangen an und spawnen erstmal Kyozu. 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 Okay, also Kyozu. Let's go. Wow, Alter! Oh Gott! Scheiße, scheiße! Der verfolgt mich, oder? Verfolgt er mich? Hallo! Oh, ich weiß, du hast Hunger. Ich werde mal kurz noch hier den King Ghidorah spawnen. Weil ich habe echt keine Ahnung, was das für... Oh Gott! Scheiße, was ist denn das für ein Riesenvieh? Alter! Ah, das war das Vieh mit den drei Kö... Huch? Hallo? Jo, der ist weg. Ist ja kein Problem, hab ja noch einen. Hallo! Ja, ja, du mich auch. Und ich würde sagen, wir spawnen jetzt mal den Boss einfach, den Überboss, und zwar Godzilla persönlich. Und ich glaube, das ist hier so ein Gegner von Godzilla, das heißt also, es wird gleich richtig interessant werden. Und ja, ich würde sagen, let's go! Oh Gott. Scheiße. Oh Mann, du bist so laut. Alter, what the fuck, was für Töne. Oh, die kämpfen, die kämpfen. Oh mein Gott. Hat er ihn gehauen, hat er ihn gehauen. Krasser Typ, oh, der stirbt weg. Der stirbt weg. Oh Gott, warum stirbst du? Warum stirbst du? Halt, ich werde dir helfen. Scheiße, warum geht er drauf? Hallo, hallo. Hallo. What the fuck. Ja, das war ein überaus epischer Kampf. So, jetzt habe ich natürlich noch Bock, die Waffen auszuprobieren. Na, kommt her, liebe Waffen. Und ja, ich würde sagen, wir spawnen uns jetzt einfach mal ein paar von den Godzillas. Und dann haben wir ein bisschen Spaß. 3, 4... Alter, okay. Wow, what the fuck? Was ist das denn?
Voll aggro, Alter. Junge. Boah, Junge. Wie die abgehen. Scheiße. Oh Gott, Alter, sterbt. 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 Jawohl, er ist tot. Und du auch noch. Scheiße. Fuck, Mann. Okay, einer reicht erstmal. Alter. Nein, was die alles kaputt gemacht haben. Haben die meine Plattform kaputt gemacht? Nein, zum Glück nicht. Oh, was? Die haben meine Bilder runtergeschmissen. Alter, bist du behindert, meine Bilder einfach runterzuschmeißen? In deine Fresse oder in deinen Penis, was auch immer. Boah, krass, Alter, was die hier droppen, ey. Guckt euch das an. Genau, das, was ich meinte. Also hier zum Beispiel auch so ein... Alter, what the fuck? Wie viele Knochen haben wir jetzt bekommen? Hier den Godzilla Skull, den können wir übrigens auch hier hinstellen. Da, das ist dann unsere Trophäe. Das ist totschick. So, jetzt will ich aber mal den Rocket Launcher. Alter, Mann. Alter, Mann, ist so laut. Alter, ich muss echt die Sounds runterdrehen. Achtung. Rocket Launcher! Wow. Das war effektiv. Hey, irgendwie geht das Ding gar nicht. Hallo. Oh, doch jetzt. Okay, ich muss weiter unten treffen. Ah. Und zum Schluss noch eine Handgranate. Alter, wie viel verträgt der? Man kann die neuen Mobs übrigens jetzt nicht mit dem Schwert angreifen, ne? Das ist halt für ganz normale Minecraft-Sachen. Aber den hier kann man bloß mit Granaten und mit Raketen-Launchern und Oxygen-Launchern kaputt kriegen. Hauptsache, das M steht, ne? Und hier drin sehen wir den netten Mitarbeiter von McDonald's. Yeah! Ja, das muss alles die Versicherung bezahlen. Aber ey, ich würde sagen, wir probieren nochmal den Kollegen hier, den King Ghidorah, weil der hat ja vorhin nicht so ganz funktioniert. Los, oh Alter! Bleibt doch mal ganz ruhig. Mach ruhig. So, also der steht jetzt auch und jetzt will ich mal wissen, ob der gegen Godzilla kämpft oder nicht und wer von beiden gewinnt. Los! Aber die bekämpfen sich ja gar nicht, die schreien bloß rum. Ah, da muss ich dich halt selber töten. Und... Oh, er hat's nicht erwischt. Los, komm, komm, stirb, stirb. Oh, lol. Ladies and Gentlemen, ich begebe mich jetzt in den Game Mode 0. Nur der Game Mode 0 ist für wahre Männer. Und er greift mich wieder nicht an. Au! Oder er greift mich an und man sieht es nicht mal. Dankeschön, du Arschloch. Los, komm, kämpfe wie ein Mann. Kämpfe wie ein Mann. Ich will mal noch... Oh, schnell. Schnell, so. Ich will mal noch probieren, ob ich gegen Godzilla kämpfen kann. Was macht der für Geräusche? Nein, ist besetzt. So, und ich würde sagen, wir spawnen ihn jetzt hier in einer dunklen Seitengasse. Da. Oh, ah, das ist nur sein fetter Schwanz. Aua! Alter, das gibt's doch gar nicht. Du hast ja gar keine Chance gegen den. Hallo! Ach so, ja, du willst auch Grand Theft Auto 5 spielen? Ja gut, dann mach das mal. So, und da sind wir auch schon am... Alter. So, und da sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich sehe völlig behindert aus, wenn ich so fliege. Und ich würde sagen, wir haben New York kurz und klein gekriegt. Das ist die Hauptsache. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ins Kino geht. Ich auf jeden Fall, weil der Trailer sah sehr interessant aus. Ich bin auf jeden Fall die Tage dabei. Und ja, kauft McDonald's, kauft Sony, kauft was auch immer das hier ist, kauft Menoras und kauft bei Sega ein. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!